Die ISA ist die Informatiksammlung Erlangen. Wir versuchen einen chronologischen Abriss der ganzen Entwicklung darzustellen in unserer Dauerausstellung und das dann mit einem Schwerpunkt bzw. Fokus auf lokale bzw. regionale Vorgänge, die wir hier an der Universität hatten oder halt im näheren Umfeld von Erlangen und Nürnberg. Das ist die erste Station. Insgesamt haben wir 12 Stationen. Und hier sind die ersten Objekte, die im weitesten Sinne etwas mit Rechnen und Informatik und Computer zu tun haben. Die grundlegenden Dinge für Computertechnik wurden schon sehr früh gelegt. Wir haben hier zum Beispiel die Kopie eines römischen Abakus. Davon gibt es nur 2, 3 Originale. Mhm. Also der Abakus an sich ist keine rein chinesische Erfindung, wie man gerne meint. Das Prinzip des Abakus, also das Verschieben von kleinen Kugeln, Perlen etc. in bestimmten Spalten ist schon sehr alt und die Römer kannten das auch schon. Das Original von diesem römischen Abakus ist ungefähr 300 vor Christus zu datieren. Folgt natürlich dem römischen Zahlensystem, was zum Rechnen nicht gerade wirklich optimal ist. Ja, genau. Und dann hätten wir auch zum Beispiel ein Kerbholz. Man könnte den Spruch etwas auf dem Kerbholz haben. Mhm. Ein Kerbholz ist im Endeffekt eine Zählhilfe und gleichzeitig eine Quittung. Das hat man oft gerne früher beim Handel gemacht, wenn man etwas gekauft hat und dann musste der Lieferant das dann auch ausliefern. Sowas wie Getreidesäcke und man hat sich geeinigt, 8 Getreidesäcke kommen mit der Lieferung, macht man 8 Striche auf das Kerbholz, bricht es durch und der eine hat das eine Stück, der andere das andere. Erstens passen nur die beiden zusammen und zum Zweiten kann niemand betrügen, weil wenn der eine Kerbe wegmacht oder eine hinzufügt, dann fällt das auf und er kriegt einen auf den Kopf. Ja, dann hätten wir noch solche Dinge wie Astrolabien aus der Renaissancezeit, die man zur Bestimmung von Sternkonstellationen benutzt hat. Und darüber konnten dann die Seefahrer dann navigieren, wo denn zu Hause ist und eigentlich ihr Ziel. Okay. Daneben haben wir diese Rechenstäbchen, also im Allgemeinen kann man sagen, die Rechenstäbchen wurden vom Lord Napier of Merchantson erfunden und sie sind im Endeffekt eine Rechenhilfe. Daneben noch ein paar andere Abaki. Wie gesagt, es gibt verschiedene Länder und verschiedene Zeiten, wo er erfunden oder genutzt worden ist. Es gibt den russischen Abakus, den chinesischen und den japanischen und wie gesagt den römischen, die alle im Endeffekt in der Art und Weise irgendwie gleich sind, halt angepasst an die jeweils vorherrschende Zählweise. Und darunter, das ist das Rechnen auf der Linie, so wie man es hierzulande im Mittelalter gemacht hat. Man hat im Endeffekt auch so ein wenig dem römischen Zahlensystem immer noch Folge geleistet. Adam Ries hat es in seinem Rechenbuch dargestellt. Interessant ist, dass Adam Ries in einem Buch beide Rechenarten, also sprich das Rechnen auf der Linie, das Rechnen mit diesen römischen Zahlen und das Rechnen mit den arabischen Zahlen gegenübergestellt hat. Und eigentlich merkt man dabei ganz schnell, dass das mit den arabischen Ziffern irgendwie schneller und einfacher ist. Hier haben wir noch ein wirklich schönes Stück und auch das älteste der ganzen Sammlung. Eine Arithmometre wurde erfunden und gebaut von Charles Xavier Thomas. Diese Rechenmaschine beherrscht alle 4 Grundrechenarten. Und hat sogar eine Art kleinen Zwischenspeicher. Das ist im Endeffekt ein Täfelchen, auf dem man halt Zwischenberechnungen oder Ergebnisse notieren konnte. Diese Maschine funktioniert nach dem Staffelwalzenprinzip. Man muss halt immer wieder eine kleine Kurbel drehen, die im Endeffekt das Rechenwerk in Gang setzt und dann die Operation durchführt. Das Interessante an dem Stück ist, dass es zum einen eben das älteste Originalstück der Sammlung ist. Und dass sie ursprünglich durch einen Professor hier von der Erlanger Universität an die Universität gekommen ist, beziehungsweise für die Universität, für das Mathematische Institut beschafft worden ist. Darunter sehen wir ein Funktionsmodell der Schickert-Rechenmaschine. Wir haben einen Nachbau der Schickert-Rechenmaschine, wie auf dem Foto zu sehen, in unserem Zuseraum. Da führen wir auch öfters das Rechnen vor. Die Schickert-Maschine ist eigentlich wirklich sehr interessant, alleine, dass das Wissen dazu erstmal verloren gegangen ist. Alle Originalmaschinen sind verbrannt seinerzeit.
Und von Schickert gab es nur Notizen und Skizzen, keinen Bauplan der Maschine. Mhm. Und im Laufe der Zeit wurden diese Dokumente mal getrennt. Dann hat jemand diese Dokumente wieder zusammensortieren können und feststellen, das gehört alles zu dem Schriftverkehr von Schickert. Wurde mal auf einem Historikerkongress vorgestellt. Allerdings war man da der Meinung, dass man wohl diese Maschine nie rekonstruieren könnte, weil die Angaben einfach zu dürftig sind und man nicht weiß, wie sie richtig funktioniert. Ja. Und das hat sich dann ein dort anwesender Freiherr von Löringhoff irgendwie zu Herzen genommen und hat sich dann dran gesetzt und diese Maschine rekonstruiert. Und eine von diesen Nachbauten haben wir in der Sammlung und können daran halt dann vorführen, wie man damit rechnet. Hier haben wir ein paar Rechenhilfen, zum Beispiel eben solche kleinen Addiergeräte, die mechanisch funktionieren. Man hat so einen kleinen Griffel und schiebt dann seine Werte ein und kann damit dann halt Sachen zusammen addieren oder halt auch subtrahieren. Das war sozusagen die Rechenmaschine des kleinen Mannes, wobei solche Geräte auch stellenweise wirklich sehr teuer waren für die damalige Zeit. Wir haben auch eins der ersten Lernspielzeuge, wie zum Beispiel den Educated Monkey. Der Educated Monkey. Genau, der konnte multiplizieren. Man stellt unten mit den beiden Füßen die Zahlen ein, die miteinander multipliziert werden sollen. Und mit den Armen hält der Affe dann sozusagen das Loch da, wo die Zahl steht, was bei rauskommt. Also 4 und 9 ist dann 36. 4 mal 9 ist 36. Genau. Ja, und dann hier noch die Klassiker, die Rechenschieber, die kenne ich noch von meinem Vater, womit Generationen von Ingenieuren und Technikern gearbeitet haben. Ich hatte das Glück, dass ich das in der Schule nicht mehr lernen musste. Ja, dann sehen wir hier schon mal an unserer zweiten Station mechanische Rechenmaschinen. Diese hier wurden dann in Serien hergestellt. Also hier war noch nichts irgendwie mit einem Motor drin. Der Motor war der Mensch, er hat die Zahlen eingestellt, die Kurbel betätigt und dadurch das Ergebnis dann produziert. Jede Maschine, das ist halt auch etwas typisch für die Zeit, jede Maschine ist irgendwie speziell und anders. Also es gab keinen Standard, keine DIN-Norm. Jeder Konstrukteur, jeder Produzent hat seine Maschine verwirklicht. Und im Endeffekt, wenn man mit einer anderen rechnen wollte, musste man erstmal rausfinden, wie die jetzt funktioniert, wo da welche Taste ist, damit man damit zurechtkommt. Der zweite Schritt bei diesen Rechenmaschinen ist dann eigentlich, dass die Kurbel endlich mal weggefallen ist und ein Elektromotor reinkommt. Also man hat dann sozusagen eine Resultattaste oder Gleichtaste und wenn man die dann drückt, dann läuft der ganze Prozess ab, die Rechnung wird gemacht. Von der Technik an sich sind die immer noch auf demselben Stand wie die anderen. Die Station vorher, das ist so ungefähr die 1910, 1920er Jahre und die elektromechanischen Rechenmaschinen wurden zum Teil bis in die 60er, Anfang der 70er Jahre produziert und verkauft. Die Mechanik war eigentlich die gleiche, nur dass der Antrieb über den Motor ging, über den Elektromotor, statt dass man da die Kurbel verwendet hat. Das hatte auch wieder einen etwas leidigen Nebeneffekt. Die Maschinen werden laut. Also mit der Kurbel, klar, das klappert. Mit dem Elektromotor klappern sie schneller und deutlich lauter. Und es gab Rechenbüros, die beauftragt wurden, um solche schwierigen Kalkulationen zu machen. Zum Beispiel für einen Ingenieur, der irgendwelche statischen Berechnungen machte, der gab seine Berechnungen in so ein Rechenbüro. Und wenn man sich dann vorstellt, dass in so einem Büro dann 20, 30 Leute mit so einer elektrischen Rechenmaschine sitzen, dann scheppert's und klappert's. Diese Jobs konnte man bekommen, wenn man keine Ausbildung hatte. Das heißt, man konnte angelernt werden. Dadurch hatten die Frauen zum allerersten Mal die Möglichkeit, auch Geld zu verdienen, außer jetzt das, was man von früher noch kannte, häusliche Arbeit, also Stopfen, Stricken, irgendwas zu Hause, im Nebenverdienst, sondern die Frauen konnten auch einer Betätigung nachgehen und selbstständig Geld verdienen. Dadurch ermöglichte das natürlich ein völlig neues Berufsfeld und für die Frauen etwas mehr Unabhängigkeit. Zum Beispiel Frauen, die ledig waren, die ja noch keinen Mann hatten, der das Geld nach Hause bringt, selbstständig sein konnten. Sie konnten ihre eigene Auskunft haben und sich auch irgendwie was leisten. Jo. Ja.
Tja, bei der ersten Computergeneration. Die erste Computergeneration. Ja. Also praktisch der Schritt vom elektromechanischen Rechengerät zu einem Computer ging dann eben über die Relais. Mhm. Das ist sozusagen die elektromechanische Umsetzung von dem, was eine mechanische Rechenmaschine macht. Mhm. Danach kamen auch die Röhren auf. Mhm. Relais waren relativ simpel zu bauen, brauchten gut Strom, konnten in Massen hergestellt werden. Die Röhren waren von der Schaltzeit vielleicht schneller, mhm. hatten allerdings auch den Nachteil, dass sie unheimlich viel Energie brauchten und unheimlich viel Wärme produzierten. Mhm. Und beides war von der Technik unheimlich volumös, also für einen Computer, der einfache Berechnungen machen konnte, brauchte man dann wirklich Schränke und Hunderte bis Tausende von solchen Bauteilen. Mhm. Darauf folgt die zweite Rechnergeneration, ungefähr 58 bis 66, die also in Transistortechnik realisiert worden ist. Und ein Transistor ist im Endeffekt nichts anderes als ein Relais, bloß halt als elektronisches Bauteil, was den Vorteil hat, dass man jetzt vor allen Dingen viel weniger Platz brauchte. Ich meine, wenn man sich vorstellt, so ein Relais, das ist schon ein kleiner Klotz und ein Transistor ist so ein kleines rundes Ding mit drei Beinchen dran. Mhm. Das machte den Platzbedarf unheimlich klein. Mhm. Sie wurden auch viel zuverlässiger. Mhm. Die Röhren hatten das Problem, dass sie ganz schnell gerne durchbrennen und man merkt es nicht. Mhm. Also ein Rechner in Röhrentechnik rechnet lustig weiter, auch wenn eine Röhre durchgebrannt ist, aber hinterher kommt was Falsches raus und das muss man erstmal merken. Darauf folgt dann die dritte Generation, ungefähr so 1966 bis 75. Und das typische Bauelement zu der Zeit waren zum einen immer noch Transistoren, aber auch dann integrierte Schaltungen, also ICs. Mhm. Und ICs hatten wieder einen unheimlichen Sprung in der Entwicklung der Technik dargestellt. Da auf einen IC unheimlich viele von diesen Transistoren draufpassen, also sprich die Miniaturisierung geht immer weiter und die Schaltzeiten wurden immer besser und dadurch, dass man halt viel mehr Schalter hatte, konnte man auch bessere Computer bauen und es ging halt immer schneller. Die vierte Generation ab ungefähr 1975, Halbleiter, Bauteile, Mikroprozessoren etc., was wir da unten sehen, schneller als das Elektron momentan durch alle bekannten Materialien fließen kann, geht nicht. Wir können rumoptimieren und ein bisschen am Rad drehen, aber so richtig viel weiter passiert da nicht. Also wenn man sich überlegt, dass das im letzten Jahrtausend wirklich so ein exponentieller Fortschritt war, bis eben so Mitte 80er Jahre und dann wird die Kurve immer flacher. Dann kommen wir eigentlich dann zu diesem nächsten Schritt, die Mikroprozessortechnik. Optisch ist es nicht so spektakulär. Mhm. Von der Leistung hat sich da was getan, wenn man daran denkt, so die ersten 8086er, 286er, mhm. Pentium, da hat es dann noch wirklich technisch sich was getan, aber eigentlich ist der Stand heute immer noch seit Jahren der gleiche. Mhm. Ja, was noch spannend ist, beziehungsweise eigentlich auch fast erschreckend, wenn wir uns die Platinen hier angucken, der Aufbau dieser Platinen hat sich ja eigentlich auch in den letzten 20, 30 Jahren wenig bis gar nicht verändert. Mhm. Wir haben da Steckplätze, da kommen dann halt die Grafikkarten rein, der Speicher rein, der Prozessor. Mhm. Mhm. So diese Grundtechnik hat sich auch nicht wirklich irgendwie in den letzten Jahrzehnten verändert, entwickelt. Mhm. Zum Teil vom Standard ein bisschen besser geworden. Aber so der Grundaufbau dieser Mainboards ist eigentlich immer noch derselbe und entspricht eigentlich auch so dem Standard des von Neumann-Rechners. Wir haben eben ein Rechenwerk, wir haben den Speicher, eine Ein- und Ausgabe und so weiter. Mhm. Und das ist von der Zuse bis heute ziemlich identisch, vom Prinzip her. Es wurde schneller, es wurde technisch ausgefeilter, aber das Konstruktionsprinzip ist dasselbe geblieben. Mhm. Tja, es war Zeit, dass sich mal jemand was Neues ausdenkt. Das sind Kernspeicher aus verschiedenen Geräten, aus verschiedenen Zeiten. Das ist zum Beispiel ein Kernspeicher aus der Z23, die wir hinten stehen haben. Und das Spannende ist, dieser Rahmen
Ist aus Holz. Ach, das ist aus Holz? Das ist aus Holz. Das ist ja witzig. Zuse hatte bei der Konstruktion der Kernspeicher für seine Zuse-Rechner das Problem, dass er erstmal Leute finden mussten, die das machen konnten. Und er hatte dann eine Berufsgruppe gefunden, die das konnte, und das waren Näherinnen. Also haben da wieder Frauen dieses wichtige Bauteil produziert, weil sie in der Lage waren, diese recht monotone Arbeit in einer hohen Qualität zu bewerkstelligen, dass da nachher nicht irgendwie von 10 Kernspeichern nur 3 funktionieren. Das kommt dann beim Kunden nicht so gut an. Hier haben wir dann noch ein paar andere Kernspeicher. Da sehen wir schon, dass die Kernspeicher deutlich dichter werden und die Ringe kleiner. Die sind halt auch wirklich noch sozusagen handwerklich gemacht, während dann bei diesen großen Kernspeichern, wie diesen großen Feldern, wo man wirklich die einzelnen Scheiben kaum erkennen kann, die wurden dann schon maschinell hergestellt. Zum allerersten Mal in meinem Leben Laufzeitspeicher. Wie funktioniert denn der? Das ist eigentlich ein furchtbar einfaches Prinzip. Wenn ein Impuls durch ein Medium läuft, braucht es Zeit. Und wenn man einen Impuls durch einen Draht schleust, braucht er halt von einem Ende zum anderen eine gewisse Zeit. Logischerweise war das von der Kapazität nicht wirklich hoch, hat aber für relativ einfache Rechenmaschinen, sowas wie so Kastenautomaten, völlig ausgereicht. Und da unten haben wir einen Magnettrommelspeicher, der Z23. Das ist im Endeffekt die Festplatte, bloß halt nicht als Scheibe, sondern als Walze. Ach, hier ist die Walze hier unten. Genau, also diese Trommel hatte eine magnetische Beschichtung, die dann abgelesen worden ist. Es gab keine beweglichen Köpfe, sondern feste Köpfe. Die sehen wir in diesen Segmenten. Jeder einzelne Punkt dort ist ein Lesekopf. Was passiert, wenn so ein Lesekopf nicht richtig eingestellt war, kann man dann an der Trommel sehr gut sehen. Diese Riefen, das ist das, was man heutzutage einen Festplattencrash nennen würde. Der Kopf ist dann auf dieser Trommel aufgesetzt und hat die magnetische Beschichtung weggefräst. Was danach dann eben nach diesen Trommelspeichern folgten, waren dann eben unsere Festplatten, so wie wir das heute kennen. Da unten haben wir dann sozusagen die ersten Modelle davon. Das ist eine Wechselfestplatte. Ach, das ist eine Wechselfestplatte. Ja, deshalb dieser Griff da vorne. Man konnte aus dem Schrank sozusagen eine Art Schublade rausziehen und dann die ganze Festplatte entnehmen und eine andere hineintun. Was bei einem Gewicht von ungefähr 20, 25 Kilo nicht so einfach immer war, aber technisch möglich. Okay. Ja, und hier oben sehen wir eine ganze Reihe an Festplatten, immer mehr Kapazität auf immer kleinerem Raum. Einer der ersten Massenspeicher waren Magnetbänder. Damals existierten bei den Großrechenanlagen Magnetbänder und Wechselplatten parallel. Die Wechselplatten hatten den Vorteil, schneller Zugriff, aber beschränkte Speicherkapazität, weil die Platten halt noch nicht so eine hohe Dichte hatten, was Informationen anging. Die Bänder hatten den Vorteil, sie sind billig, unheimlich viel Speicherplatz, aber auch urstlangsam. Weil je nachdem, wenn man eine bestimmte Information will, die jetzt meinetwegen ganz am Ende des Bandes ist, muss man das ganze Band durchspulen bis zu dieser Stelle. Also hat man es halt immer so aufgelöst, dass alle Informationen, die schnell verfügbar sein müssen, auf die Wechselplatten geschrieben werden und alles, was gespeichert wird, kommt dann eben auf die Magnetbänder. Aus diesen Wechselplatten hat sich dann auch die Diskette entwickelt. Da gab es dann die ersten Größen, wie zum Beispiel die 8-Zoll-Disketten. 8-Zoll-Disketten. 5¼-Zoll, das war so das, wo man dann so in den Anfang der 80er als Homecomputerbesitzer so langsam Kontakt hatte. Dann gab es noch die 3½-Zoll, die relativ lange benutzt worden ist. Und dann gab es noch so Sachen wie eben optische Datenträger, die CD-ROM oder ZIP-Disketten für große Mengen. ZIP hatte ich auch mal. Das war auch mal so ein ganz kurzes Intermezzo. IO Omega hieß die Firma, genau. Dann nach unten, oder die Lochkarten. Genau, Lochkarten da unten. Das Interessante an Lochkarten ist eigentlich, die wurden gar nicht für Computer oder für Rechner überhaupt entwickelt. Der Ursprung der Lochkarten liegt bei den Webstühlen, die zur Zeit der Industrialisierung, vor allem in Frankreich, benutzt worden sind. Dort hatte man dann auch schon mechanische Webstühle, die nach Programm arbeiten konnten. Man hat sozusagen das Webmuster auf einer Lochkarte kodiert
und die dann in den Webstuhl eingelegt und er hat dann das Muster nach Programm gemacht. Und im Endeffekt haben die ersten Konstrukteure von Computer oder Rechenmaschinen eigentlich da jetzt nicht was Neues erfunden, sondern einfach nur diese Technik übernommen, so wie Supi. Codierung kann ich ja machen, wie ich will, das Prinzip, Papier, Supi. Ja, und dann sehen wir noch Lochstreifen hier. Lochstreifen, im Endeffekt dasselbe in grün. Also das ist von der Technik her so ziemlich dasselbe. Problem mit den Lochstreifen war meistens, da die Streifen ja nicht unendlich breit waren, musste man sich ein Codierungssystem überlegen, was auf die Breite des Streifens passte. Und dann müssen wir jetzt eine Etage höher. Der Rechner an sich, den wir kennen, funktioniert ja eigentlich digital. Das heißt, er kennt nur zwei Zustände, an und aus, 0 und 1. Der analoge Rechner nutzt die ganze Bandbreite. Da haben wir zum Beispiel das Fahrzeitenermittlungsgerät. Das hat die Deutsche Bahn eingesetzt, um Fahrpläne zu berechnen. Also im Endeffekt wurden die Eigenschaften der Fahrstrecke und des Zugs mechanisch in dieses Gerät übergeben, zum Beispiel diese Platte da hinten, die repräsentiert die Steigungen auf dieser Strecke und die werden dann über die Mechanik abgelesen und über die fest eingefügte Formel wird dann berechnet, welche Zeiten zwischen den Stationen gefahren werden. Das heißt, die Form der Platte gibt den Steigungsverlauf an. Ach ja, man sieht hier, geht es den Berg hoch quasi. Hier geht es den Berg hoch und dann sieht man am Ende, sieht man wahrscheinlich die Höhendifferenz vom Start- und Endpunkt. Ja. Das wird dann nachher auf dem Papier ausgegeben. Ah, und das ist das Streckenblatt, Geschwindigkeit-Wegdiagramm. Was wir hier haben, diesen richtig schönen großen Klotz, das ist ein Vorhalterechner. Kriegsschiff hat eine Kanone drauf. Sozusagen die Kanone bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von sowieso in eine Richtung von sowieso. Und das Ziel macht genau dasselbe, meistens in eine entgegengesetzte Richtung. Jetzt ist dann die Frage, wo muss ich mit meiner Kanone hinzielen, damit Projektil und Gegner am selben Punkt sind und sich treffen. Diese Technik hat einen immensen Vorteil fürs Militär, weil es unheimlich wenig störanfällig ist. Also heutzutage wird zwar alles mittlerweile digital gemacht, weil auch die Technik besser geworden ist, aber damals ging es halt darum, was passiert, wenn ein großer EMP mal stattfindet, also der elektromagnetische Puls, weil irgendwo irgendeiner mal eine Atombombe gezündet hat, dann fällt alle Elektronik aus. Und dann bin ich als Schiff blind, taub und weiß nichts. Diese Technik, anschalten, ausschalten, funktioniert. Die hat keine Ladezeiten, die muss kein Programm hochfahren und für das, was sie machen soll, reicht sie völlig aus. Also hat man damals das oft in dieser alten Technik realisiert, bis es dann mal was gab, was wirklich zuverlässig ist. Ich meine, und gerade bei der Militärtechnik geht es ja nicht nur um strategische Vorteile, sondern auch um Leben und Überleben. Und wenn mein Schiff eine Technik benutzt, die einfach schlecht ist, dann heißt das, dass meine Leute auf dem Schiff ein höheres Risiko haben zu sterben als die anderen. Also benutzt man etwas, was funktioniert. Es muss funktionieren. Wo geht's weiter? Ja, Mikroprozessortechnik. Die ersten Tisch- und Taschenrechner. Also Tischrechner im wahrsten Sinne des Wortes. Die Dinger brauchten Platz, dass man sie auf einen Tisch stellen musste.
Was aber im Vergleich zur Technik vorher schon eine immense Erleichterung war, weil man hatte eben nicht mehr Schränke, sondern Geräte, die man dann doch irgendwie leichter transportieren konnte oder halt überhaupt unterbringen konnte. Mhm. Aber das waren auch immer noch Rechner, die sehr speziell waren für eine Kundenklientel, die halt in der Industrie oder in der Forschung saß. Mhm. Das konnte sich preislich auch kein Otto-Normalverbraucher leisten. Mhm. Dieses grüne Ding hier zum Beispiel von der Firma Diehl. Diehl ist eben nicht nur ein Produzent für Waffentechnik, sondern hat auch eine Zeit lang Rechenmaschinen gemacht. Mhm. Vor allen Dingen in der Zeit nach dem letzten Weltkrieg, wo die ganze deutsche Industrie im Endeffekt keine Waffen produzieren durfte. Und da haben dann viele Firmen halt sich überlegen müssen, was machen wir denn an anderer Technik? Da wurden dann oft dann eben aus solchen Waffenschmieden Produzenten für Nähmaschinen, Fahrräder, Motorräder oder halt eben Diehl, die Rechenmaschinen herstellten. Mhm. Und meine Vermutung ist, dass das Grün von dieser Rechenmaschine auch noch aus alten Beständen ist. Aber das ist so ein schönes NATO-Grün. Was wir sehen, ist halt, die ganze Technik wird immer kleiner. Mhm. Ich kann in immer kleinere Geräte immer mehr Funktionen einbauen. Ja, und hier aber schon eine Uhr. Ja, die darf natürlich nicht fehlen. Eine Casio-Taschenrechneruhr. Mhm. Hatte meine Generation auch sehr viele Jungs in der Schule, benutzt haben wir es nie wirklich, weil es viel zu unpraktisch war, aber man musste es haben. Und hier haben wir dann die ersten Mikroprozessor-Computer. Der Apple II zum Beispiel, einer der berühmtesten ersten Mikrocomputer. Ja, der Apple II. Dann auch so Sachen, wie die weniger bekannt sind, wie die Acorn BBC-Mikrocomputer. Mhm. Von TA, Triumph Adler, den Alphatronic, ach, die haben auch ein Sharp. Computer gebaut. Ja, man sollte es nicht glauben. Oder dann hier solche Lernsysteme. Das waren eigentlich die ersten, die auch mal im Privathaushalt gelandet sind. Mhm. Solche Baukästen wie so ein Cosmos Chemiebaukasten in elektronisch. Ach, hier sind natürlich die Stars der Manege. Genau, die ersten Homecomputer, also sprich die Computer, die sich wirklich ein Privatmann mal leisten konnte, wenn er das Geld hatte. Muss ich überlegen, damals hat auch ein C64 noch fast 1500 D-Mark gekostet. Ein Schneiderrechner, das war das dritte Modell von dieser Reihe. Darunter ein Atari ST. Ja, damals zu dieser Zeit waren wirklich so die drei hier weit verbreitetsten Homecomputer. Der Commodore an erster Stelle. Mhm. Dann gab es ein paar Schneider und die Ataris hatten ein paar Nerds. Aber der Atari hatte ein paar Dinge, die ihn in einer bestimmten Klientel sehr beliebt machte. Mhm. Der Atari war MIDI-tauglich. Man brauchte nichts weiteres. Man konnte es direkt über den Atari MIDI-Geräte ansteuern. Sprich, bei den meisten, die anfingen mit elektronischer Musik, die ein Keyboard zu Hause stehen hatten oder einen ersten Synthesizer, die hatten dann einen Atari da dran und damit konnten sie dann halt weiter die Musik bearbeiten oder halt die Töne steuern etc. Mhm. Das ging mit den anderen Rechnern nur mit Aufwand, also hat man sich direkt einen Atari gekauft. Mhm. Ja, der Commodore, das ist wie heute das iPhone gewesen, jeder hatte einen. Mhm. Also ich schätze mal, von 10 Jungs in der Klasse hatten mindestens 7 einen 64er zu Hause. Dann haben wir da oben auch noch so einen Klassiker, den ZX81 von Sinclair mit dieser kleinen Tastatur oder halt auch ein erstes wirklich tragbares Gerät, wie dieses ThinkPad von IBM, ein Laptop und noch nicht ein Schlepptop, wie die darunter. Tragbare Systeme, tragbar heißt aber nicht ertragbar. Also man konnte sie zwar von A nach B schleppen, aber oft braucht man immer noch eine Steckdose, weil Akkus hatten diese Dinger noch nicht, weil das war technisch noch gar nicht umsetzbar. Mhm. Das erste Smartphone-Zwischengerät-Dings, ja, irgendwas. Ja, genau. PDAs, wie man das nannte. Ne? Ja. Mit den Funktionen, die heute in jedem Handy Standard drin sind. Und dann eben der Nokia Communicator. Der Nokia Communicator. Das ist eigentlich der Urvater des Smartphones, nämlich nicht das iPhone. Man konnte damit Nachrichten verschicken, man konnte im Internet surfen und es war tragbar. Mhm. Ja, nächste Station, die Personal Computer, also solche Rechner, mit denen man wirklich dann mal was anfangen konnte, außer spielen, die es auch in den Privathaushalt zum Teil geschafft haben. Unten den Klassiker, einen IBM PS2. Mhm. In jeder Behörde, in jeder Verwaltung, von jeder Firma, jeder Stadt standen solche schönen, schicken grauen Kisten auf dem Tisch. Mhm. Schön klobig und diese furchtbare Farbe, was
einen Grund hat in unserer DIN-Vorschrift. Ach was. Ja, es gibt eine DIN-Vorschrift, wie Arbeitsmaschinen auszusehen haben und da gibt es auch bestimmte Farben. Mhm. Und diese Farbe entspricht einer dieser DIN-Normen. Einer der ersten, die es wirklich dann mal geändert haben, war dann doch Steve Jobs mit seinen Apple-Rechnern, der dann doch mal etwas mehr auf die Optik geachtet hat, ja, dass diese Dinge etwas ästhetischer sind. Ja. Und wenn man sich überlegt, wenn man damals irgendwie, weiß ich nicht, Anwalt war und brauchte einen Computer, ob man sich jetzt lieber ein iMac oder sowas auf den Tisch stellt oder so ein IBM-Klotz in beige. Ja, was nimmt man dann? Ja, und hier haben wir unsere schöne Großraumvitrine. Entwicklung von Computerarbeitsplätzen von den 60ern bis in die 80er, mhm. um mal so ein bisschen darzustellen, wie sich eben auch so die Arbeitswelt verändert hat. Also ganz links sehen wir hier noch einen Frieden, 6010 von 1965. Mhm. Also dieser ganze Klotz da unten drunter, der aussieht wie eine Elektroheizung, ist der Computer. Mhm. Und oben eben Ein- und Ausgabe, ein Fernschreiber-ähnliches Gerät mit Lochstreifen. Und das Programm steckt im Endeffekt in dieser Platine, wo es dieses Kästchen gab, die vorne in die Front eingesteckt worden ist. Und spannend fand ich dazu, wo ich dann die Prospekte aus der damaligen Zeit gefunden habe, die dann wirklich mal so die Arbeitsplätze darstellen. Wer sitzt an dem Computer? Eine Frau. War wahrscheinlich auch so, oder? 1965. Das hier ist ein Rechner von 1966. Den fand ich spannend, weil diese Broschüre so schön den Mini-Priced Mini-Computer feilgeboten hat. Mhm. Und ich dieses Mini halt sehr spannend fand, weil die Kiste ist halt auch noch voll. Und das ist dann 1966 ein Mini-Computer gewesen. Und wer sitzt an dem Rechner? Eine Frau. Tja, hier sind wir 1967, eine Olivetti. Oh, die sieht aber schon schick aus. Die Programma 203, die wurde mit Magnetstreifenkarten gefüttert. Mhm. Olivetti war eine der wenigen Firmen, die wirklich etwas auf Optik und Design geachtet hat, dass das Ding auch irgendwie ein bisschen nicht ganz so schlimm aussieht. Und wie wir auf dem Bild sehen, eine Frau am Rechner in der damaligen Frisur. Von 1967. Aha. Und daneben der HP. Wir sehen so optisch diesen brachialen Unterschied, einen Metallklotz mit einer elektrischen Schreibmaschine drauf, Magnetstreifenleser, ein Rechner, der mehr aufs Wissenschaftliche unter anderem ausgelegt ist. Mhm. Da fand ich es dann mal spannend, auch Klischees pur in der Broschüre von Hewlett-Packard, einen Mensch mit Bauhelm, also scheinbar jemand, der auf der Baustelle arbeitet, der das Ding am langen Arm wie ein Koffer trägt. Also sprich, es ist portabel, wollte man damit sagen. Daneben der Herr mit dem schicken Anzug. Natürlich Office-Anwendungen, mhm. ja, also alles fürs Geschäft. Und mhm. daneben Frau mit Brille, scheinbar Minirock, der kürzer ist als der Kittel. Und einer Brille, da will man wohl die Wissenschaftlerin aus dem Labor irgendwie okay. repräsentieren. Mhm. Also mehr Klischee geht wirklich ja. gar nicht. Ja, und dann zuletzt noch ein Siemens Textsystem von 1983. Mhm. Also sprich, wir haben hier einen Tisch mit dem Monitor, der Tastatur. Und da unten drunter dieser schicke Kasten, der dann oft unter dem Originalschreibtisch drunter geschraubt war, wo dann der Rechner drin ist. Mhm. Ja, und in der Werbebroschüre sehen wir hier wieder junge Frau mit Bluse, Minirock, Pumps am PC. Und wir haben eine Kaffeetasse. Ja, die darf nicht fehlen. Mhm. Jetzt hatten wir die Minicomputer, Bürocomputer. Nach den Bürocomputern kommt Vektorrechner. Das hier ist so ein Modell oder was ist das? Das ist eine von den Platinen aus dem Suprenum. Suprenum. Der Suprenum-Rechner ist ein Versuchsrechner gewesen, beziehungsweise ein Entwicklungsrechner von den Universitäten. Mhm. Also Suprenum, Superrechnung für numerische Anwendungen aus den 90er Jahren. Okay. Man wollte halt sozusagen die nächste Generation an Rechnern konstruieren und entwickeln. Und da liefen auch hier an der FAU verschiedene Projekte, eben zum Beispiel auch die DIRMU oder das MEMSI. Da sehen wir hier zum Beispiel das MEMSI-Modell, wie das aufgebaut werden soll. Es sind Einzelknoten, jeder Knoten ist mit den anderen Knoten verbunden, darüber eine zweite Ebene, die diese Knoten steuert und alles läuft dann auf die oberste Ebene zu. Also die dann hier
ausgebildet worden sind, sind dann zum Teil an andere Universitäten gegangen oder in die Industrie, die das dann umgesetzt haben und so praktisch die ganze Entwicklung von Vektor- und Parallelrechnern angetrieben haben, dass es weiter sich entwickelt. Ja, und dann können wir uns jetzt noch die ganz großen angucken. Nächstes Stockwerk. Wieder eins tiefer. Ah, ja. Gesichert. Hey, ja. Die heiligen Hallen. Hey. Da bewegt sich was. Ja, hier präsentieren wir einige von den Großrechnern, die mal am Rechenzentrum in Erlangen genutzt worden sind. Mhm. Und wir haben hier zum Beispiel eine TR-440. Das sieht ja aus wie auf dem Raumschiff Enterprise. Genau, also vom Design her finde ich diesen Rechner unheimlich schön. Das ist so alles noch sehr spacig. Man muss sich vorstellen, dass der ganze Raum früher mal nur für so einen Großrechner benutzt worden ist und er unheimlich viel Platz brauchte. Also das sind Fotoaufnahmen aus dem Rechenzentrum hier aus diesem Raum. Das ist Erlangen, Rechenzentrum von 1970 oder sowas. Ja, also wir sehen die Konsole, da hinten die Bandlaufwerke, davor die Plattenlaufwerke. Ja, und auf der anderen Seite haben wir eine CDC 3300 von Control Data. Also einer der damaligen wirklich großen Mainframes. Zu dem System gehörten halt Wechselplatten und Bandlaufwerke. Wir hier können die Abdeckung hochheben. Und dann hatte man diese Abdeckung, sieht aus wie von einer Torte, drüber stecken, verriegeln, konnte man entnehmen und dann halt ein anderes Plattenstapel einlegen. Mhm. Und hier drüben, das ist sozusagen das RAM, das ist der Kernspeicherschrank. Und interessant verkabelt, Mann oh Mann. Ja, das nennt man auch Sauerkrautverdrahtung. Die hat sogar einen Sinn. Ach was, echt? Ja. Warum? Durch die Kabel laufen Strom und Ströme erzeugen Magnetfelder. Und dadurch, dass sie halt parallel laufen, potenziert sich das. Und das gibt Störungen. Ach. Durch diese völlig krude Verdrahtung hebt sich alles irgendwo gegenseitig auf. Und das hier ist ein Modell der kompletten ersten Ausbaustufe, die hier stand. Mhm. Und das hat wer gebaut, dieses Modell? Das ist von Control Data selber. Damit sich dann der Käufer auch mal vorstellen kann, wie sieht denn das aus, wenn es mal steht. Ja, ja. Und wir sehen, so eine komplette Rechenanlage braucht halt richtig viel Platz. Und da sind wir froh, dass wir jetzt ein paar von den Elementen noch haben. Mhm. Das hier ist eine CM5 von Thinking Machine. Einer der ersten wirklich großen Parallelrechner, die an der FAU standen. Das Interessante an diesem Rechner ist, dass er halt vom Design mal wirklich anders ist. Hat hier vorne so ein Panel, wo, wenn er in Betrieb ist, ein Haufen lustige rote Lämpchen leuchten. Mhm. Und wir haben diesen Rechner mal in unserer Sonderausstellung 2016 gezeigt. Und da dachten wir, ans Laufen kriegen wir ihn eh nicht. Aber wenn hier sich mal irgendwas tut, wäre ja schön. Mhm. Dann haben wir überlegt, wie wir das hinkriegen, also dieses Panel ansteuern. Vielleicht kann man ja irgendeinen Zufallsgenerator bauen. Und da hat dann mein Kollege festgestellt, dieses Panel ist mit dem Rechner eigentlich gar nicht verbunden. Ach was. Bisschen Strom dran und dann lief das wieder und flackerte lustig vor sich her. Halt im Endeffekt ein schöner PR-Gag. Ja.
Was auch schön ist an dieser Maschine, die ist im Kino schon aufgetreten. War damals sozusagen, wenn man in einem Film zeigen wollte, dass man die absolute Rechenpower hatte, dann hat man so ein Ding im Hintergrund stehen. Hier haben wir noch ein Cray, ein Vektorrechner. Mhm. Aber was ich bis heute noch nicht weiß, ist, warum ein Rechner in der Größe hier oben so diesen Notausbau. Ja, der ist relativ groß. Oder? Also ich frage mich dann mal so ein bisschen, ob Herr Cray bei der Entwicklung seiner Rechner seinen eigenen Computer nicht so getraut hat, dass die das wirklich brauchen, dass man im Notfall das ganze Ding ausmachen kann. Ja. Damit sind wir mit der Dauerausstellung zu Ende und können dann zu meinem Kollegen zur Z23 gehen. Habe mich sehr gefreut. Dankeschön.